Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Lies of P. Wir gehen als erstes nach rechts, hätte ich gesagt. Ah, irgendwie klar, dass die hier rausspringen. Da ist irgendwie eine gestorbene Dame. Falscher Knopf. Schlüssel für den ersten Stock. Okay. Dann gibt es tatsächlich doch noch einen Weg, nicht so wie ich es letztes Mal behauptet hab. Zwei. Wir haben schon wieder genug Ergo zum Aufsteigen. Wo wir stehen ins Hotel Grat. Irgendjemand wollte eh wieder mit uns reden. Das habe ich nicht gesehen. Vielleicht der Easy. The portrait hanging in Geppetto's room. It looks very much like you. I sense something strange. Something like the changes you're going through. The sort of thing you'd read in a fairy tale. Go to Geppetto's room. You should see it for yourself. Okay. You're back. It's a necklace from the Monad Charity House. They took care of orphans and impoverished children from across Krat. Many of those children grew up at the Rose Estate and became alchemists, technicians, and stalkers. I hope the king didn't harm any of them. Or don't tell me. The king's ergo is actually... Are you okay? You look ill ever since I mentioned the necklace. My heavens. You look... Carlo! You're... changing. You're becoming something more than a puppet. Almost human. If this is what you want, just keep behaving. Keep feeling like a human does. You might just hold the true secret of Ergo. I'll use cool. My power gel. Haben wir uns verändert, werden etwas menschlicher. So, wieder ein bisschen mehr Ausdauer. Das Bild haben wir eigentlich schon angeschaut, aber wer weiß, vielleicht hat sich jetzt auch irgendwas verändert. So wie wir uns verändert haben, längere Haare bekommen haben. Da ist der Lügenbaum. Geppetto, was hat das? This is a change I didn't expect. Did the King of Puppets get you? Or some other ruffians? I'm glad you're growing, but I'm not sure what to make of this. Be wary of dangerous people. And always be a good boy for me. Er ist jetzt sicher die Anzeige für Lügen. I can't. Ist ja alles wieder ganz komisch. Hm.
Egal, den Baum habe ich jetzt keine Lust abzuernten. Muss auch ohne mich auskommen. Aber eigentlich so richtig oft haben wir noch nicht gelogen. Finde ich klar, ein paar Mal um Leute nicht zu sehr zu verletzen. Denke ich mir doch. Kommt näher. Kann man nix machen? Ist immer noch so ein bisschen seltsam, was jetzt offen ist und was nicht. Da haben wir schon den Schlüssel für den ersten Stock. Viel kürzere Wege als ich dachte. Ich mit extrem langen Wegen gerechnet. Jetzt können wir den Schlüssel hier benutzen. Da sind wieder so Säcke, die runterfallen. Das dachte ich mir schon, dass ihr explodiert. Aber nicht mit mir. Was war das denn? Das kenne ich ja noch gar nicht von euch. Thank you.
Klingt nicht so nett. Ein Halbmondstein. Alle Arten dimensionaler Schmetterlinge getötet. Okay. Gut zu wissen. Jetzt hau ab hier. Da, danke sehr. Mann, 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 wir brauchen schon wieder viel zu viel Leben hier. Ah, jetzt sind wir hier. Das ist der. Aber irgendwie noch einen anderen Weg, ne? Hier hinter. Aber einen anderen Weg hat man hier nicht, ne? Ne, dann bleibt nur das hier unten. Halt immer noch langsamer. Hup! Ob wir nicht von hier nochmal erwischen. Ah, da stellen wir bestimmt an Fallschaden. Mal irgendwas zum Werfen. Warten.
bestimmt liegt jetzt mein Zeug auch oben. Bin schon lange nicht mehr irgendwo einfach so gestorben, ne? Aber die Wurfbomben sind gut. So. Okay, danke. Auch gut. Ah, oh, drüben liegt's. Da, da kommt der Skorpionmensch von links aus. Wunderbar. Scheiße, wenn du immer fehlzündest. So leer bist. Alter. Die sind ja furchtbar. So, bessere Rüstung wenigstens.
Hier aus dem Weinkeller soll ich doch mal irgendjemandem irgendwas bringen. Wenn ich mich recht erinnere. Weiß nur nicht mehr wem. Konzert des Monar-Wohlfahrtshauses. Sind alle eingeladen. Arkaden-Untergrundpassagen. Etwas schwer, ne? Überzeugen. Oh, was sind das für Viecher? Alter. Macht eine Tonne voll Schaden. Gibt hier langsam eine Abkürzung. Super Sache. Brauche gleich nochmal ins Hotel, nochmal aufleveln. Uiuiui. Jetzt da hinten. Warte, wo ist er denn jetzt hin?
Na, wir können das Gewicht tatsächlich immer so um 3% senken, das ist schon viel. Gehen wir auch schnell hier hin. Wunderbar. Dann wollen wir aber im nächsten Part von Let's Play Lies of P weitermachen. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen. Macht's gut, bis dahin. Tschüssi, und dann gehen wir vielleicht mal die Großen an.